sind aus Gängen, über uralte Trümmer klettern und hoffen, dass das Ganze nicht über die einstürzt. Ah, Kinderspiel also. Ja, hallo Leute, der Sorero hier. Willkommen zu Star Wars Outlaws. Und ja, hier gab es jetzt schon irgendwie ein erstes automatisiertes Gespräch. Deswegen habe ich mal kurz die Aufnahme gestartet. Wir sind jetzt hier bei diesem alten Schiff. Erreiche das alte Schiffswrack. 124 Meter ist es da. Ja, schauen wir mal, wie es dahin geht. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du zuschaust. Dann gucken wir einfach mal. Ich bin mal gespannt. Geht das Ding? Nee. Hier ist auch irgendwas. Aber das ist Schiffswrack ist noch weiter da hinten. Irgendwas? Also es wäre echt komischer. Stellung. Die Einstellung gerade komisch. Was überbrücken? Dann hören wir mal genau hin. Stück nie, okay. Und gerade was? Irgendwo war gerade. Irgendwas, was böse ist. War das hier jetzt alles? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Ja, offensichtlich. Erreiche das alte Schiffswrack. Ja, warum ist das wieder weg? War eigentlich in die Richtung. Na gut, wir gucken mal, wir steigen mal auf den Gleiter und gucken mal, ob ich hier weiter den Weg folge einfach. Ja. Und dann müssen wir irgendwas mit dem Energiekern Klasse 11 da machen. Hey, ich glaube, ich bin in einer Art Tunnel. Darüber kommst du zum Wrack. Der einzige Weg hindurch ist mit dieser Gleitermod. Okay. Es ist super dunkel, ich sehe nichts. Fährt da rein mit muss noch Schiff drücken, sonst pustet einen der Wind wieder raus. Das hatte ich schon mal. Und sieht genau nichts. Null. Gar nichts. Das ist total komisch. Ja. So. Okay. Hoppa. Warum bin ich jetzt gerade, warum hat er denn jetzt gerade Tashara als. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Warum ist denn Tashara als Ziel ausgewählt? Auf die Karte gucken. Sekunde. M? Okay. Also hier in die Richtung ist es nicht. Weil mich ja schon interessieren würde, was ist hier? War jetzt ja nicht die Richtung, aus der ich gekommen bin. Und an sich müsste man ja alles erkunden. Ich bin mir bei dem Spiel nur ehrlich gesagt nicht so sicher, ob man wirklich alles erkunden sollte. Ich weg hier mal ab. Ich bin jetzt so langsam. Bin auf jeden Fall relativ weit oben. Hier irgendwas? Nö. Oder ich sehe es nicht. Gibt es da irgendwas, dass man da vielleicht hochkommt oder so? Normalerweise würde ich sowas erwarten in so einem Spiel. Weil dieses Spiel ist an der Stelle tatsächlich leider sehr. Naja, traurig, tatsächlich fast zu sagen. Also, einfach die Umgebung hat so wenig, dass es sich offensichtlich, es lohnt sich nicht, solche Sachen zu erkunden. Mach die Mission und ignoriere einfach den Rest. Der bringt dir nämlich sowieso nichts.
So, hier bin ich oben runtergekommen. Hier mal weiter. Weiter, weiter. Ja, ist immer noch Mist. Immer noch den langsamen Gang. Hallo, dreh mal bitte. Aha, hier ist jetzt was. Lauter Kisten mit nichts drin. Natürlich finde ich hier nichts. Gegner haben nichts bei. Baka, ich bin da. Was jetzt? Also gut. Installier den Energiekern und bearbeite ihn mit deinem Ionenblaster-Modul. Damit sollte die Tür einfach aufgehen. Der Kern kommt wohl hierhin? Schalten wir den Kern ein. Okay, ich gehe mal ein Stück weg. Ah, da oben muss ich hinschießen. Er hatte recht. Wow, sieh sich das einer an. Baka, ich bin drin. Beeindruckend, oder? Diese Kreuzer der Hohen Republik waren schon was ganz Besonderes. Der Nav-Computer sollte auf der Brücke sein. Viel Glück. Danke. Ich will mal kurz ein Foto machen. Buch. GUI ausblenden. So. Ja, ich will ihn verlassen. Fortsetzen. So. Ort entdeckt, der Kastellan. Also, dass hier niemand drin ist, wäre sehr merkwürdig. Ich würde jetzt an sich versuchen, da reinzukommen. Aber ich glaube, das bringt sowieso nichts. Das ist kompletter Unsinn, weil da ist nichts. Zum Teil auch komplett verrostet hier. Da müsste man sich wahrscheinlich erstmal einen Schutzhelm aufsetzen, bevor man da reingeht. Wie komme ich in das Schiffswrack rein? So. Hier. Hopp. Nee, da lang. Also, dass ich da nicht hochspringen kann. Jetzt. Da. Zufällig ist da sowas, mit dem ich mich hochhangeln kann. Aber auch nur an der Stelle. Wirklich nur an der Stelle. Sonst geht das nirgendwo. Niemals. So, und jetzt? Ah. Hopp. Hopp. Bisschen Klettereinlagen. Bisschen ist okay. Hier gab es nichts, um hier hochzukommen. Und hier muss ich mich jetzt durchhangeln, oder? Durchschlängeln. Durchquetschen. Naja, ein Hyperantrieb braucht nicht wirklich einen Nav-Computer, um zu funktionieren, oder? Wenn es dir nichts ausmacht, in einem schwarzen Loch zu enden? Nein. Toll. Ich nehme an, zur Brücke ist es noch ein ganzes Stück. Hey, wenn es einfach wäre, wäre der Computer längst weg. Guck mal da oben. Da ist auch was. Worauf komme ich von hier nicht ran? Muss es so offensichtlich. Jetzt? Interessant.
kann aber weder nach da weiter. Hä, wieso kann ich mich denn hier ranhängen? Das ist ja ganz komisch. Und hier liegt irgendwas rum. Transpira, frag mich nicht. Stahl. Ja. Woher weiß er eigentlich, dass da einer ist und dass der noch da ist? Ich würde erwarten, dass der längst weg ist. So, hier, das habe ich von unten schon gesehen. Juhu. Hopp. Na, gerade so. Es liegt doch hier alles so. Das Ding ist riesig. Hat doch hier eine. Soll ich rausfinden, wo die Brücke ist? Hingebaut. Alles schon mal. Also, es ist an sich schon ein interessantes Level, aber ich. Halt. Würde halt, wenn erwarten, dass vielleicht irgendwo ein paar Gegner sind, ein bisschen Shooter-Elemente oder ein bisschen irgendwas. Ja. So, Kawump. Aufheben. Das Ding fällt total auseinander. Warum glaubst du, haben wir aufgehört, es auszuschlachten? Niemand dachte, dass sich das Risiko lohnt. Außer dir. Es ist ein kalkulierbares Risiko. Und ich kann gut rechnen. Hopp. 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 Na, oh, na, nach da unten will ich lieber nicht umgucken, nicht, dass ich, naja, man übersieht nichts. Das sind tatsächlich komplette Schlauchlevel hier anscheinend. Von daher, boah, auseinanderfallen ist schon tatsächlich richtig. Hat er sich gerade hier drin verfangen? Sehr lustig. Alter galaktischer Kredit. Aufheben. Ja, und jetzt sagt mir das Spiel wieder alles, was ich machen soll. Und das funktioniert noch. Sehr lustig. So. Sagt mir das Spiel alles, was ich machen soll. Und als ich diesen Energiekern holen musste, da hat mir das Spiel nichts gesagt. Das ist das Kuriose. Okay. Wir machen hier mal mit Anlauf und Sprung. Klappt. Hopp. Weiter. Hoch. Seh dich. Dich nicht verstecken. Okay, da ist noch einer. Mir wird nichts passieren, da bin ich mir relativ sicher. Ich stehe hier, wenn ich da runter muss. Wieso gibt es dann keine Möglichkeit, hier sich fallen zu lassen oder so? Da stehst du vor so einem kleinen Dings und das ist. Das ein Riesending ist. Riesenproblem. Wow, war das der Schiffsreaktor? Hier hoch. Gelb ist immer ein gutes Zeichen. Hopp. Hopp. Oh oh. An solchen Seilen aufgehängt ist gar nicht gut. Gelb. Hopp. 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 Fotomodus, wir machen nochmal.
Ui ausblenden. Also irgendwie steht sie. So. Fortsetzen. Irgendwie steht sie noch nicht so richtig im Licht. Ein bisschen besser. Fotomodus. Ist irgendwie, naja. Bin mir nicht so sicher. Also dieses Streifen, diese Lichtstreifen hier sind irgendwie schwierig. Fortsetzen. So. Hopp. Hier lang. Hopp. Und hoch. Hopp. 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 Und dann. Hopp. So. So. Bitte nicht nachmachen, sowas. Alter, ist das. Finde ich relativ schwierig, da ein Foto zu machen. So, jetzt würde ich mich gern umgucken, aber das geht nicht, wenn man sich abseilt. Mal Platz nehmen hier, die alte Konsole bedienen. Wie es aussieht, ist der Weg zur Brücke versperrt. Vielleicht, wenn wir den Reaktor anwerfen. Ganz ehrlich, Reaktor anwerfen bei sowas wäre eine komplett dämliche Idee. Also mal ganz ehrlich, das Ding ist so alt, wenn ich hier versuche, diesen Reaktor anzuwerfen, dann fliegt das ganze Ding doch in die Luft. Doch eine Riesenexplosion und fertig. Naja. Okay, aber das Spiel möchte, dass ich den Reaktor anwerfe. Also habe ich keine Ahnung wie, aber wir kriegen das schon hin. Aufheben, du. Sind wir unten? Vorhin waren wir irgendwie da oben. Guadagnum. Also wirklich. Und den Reaktor. Reaktor anwerfen, nur damit wir eine Tür öffnen. Das macht so dermaßen null Sinn, finde ich, aber okay. Story. Backer, ich muss das Schiff irgendwie mit Energie versorgen. Ich glaube, ich bin irgendwo am Reaktor. Das ist wohl die beste Möglichkeit. Du musst ihn vermutlich schrittweise aktivieren, von unten nach oben. Wenn er überhaupt noch funktioniert. Okay. Von unten nach oben. Was einzusammeln. Kurz auf den Blick auf die Uhr werfen. Ja, okay, dauert noch ein bisschen, aber ganz ehrlich. Ich meine, das ist ein Reaktor von einem Riesenschiff. Er hat also richtig Power. Und ganz ehrlich, wäre sehr komisch, wenn das Ding überhaupt... mal gelohnt, gucken zu gehen, ob da irgendwo was ist. Na gut, schauen wir mal. Einschalten. Na gut, das wärmt ihn schon mal vor. Ja, benutzen. Vorgewärmter Reaktor. Haha. Hier eine Leiter und hier gibt es dann nichts mehr. Sehr komisch. Kann ich aber nichts machen, oder? Nee.
Hopp. Computer zugreifen? Machen wir mal. Okay, der Reaktor läuft. Mal sehen, ob wir den Rest des Schiffes hochfahren können. Wie gesagt, ich finde es eine ganz dämliche Idee. Gut, ich glaube, wir müssen da hochklettern. Wo ist da hochklettern? Ja? Super, wenn die zugehen. Und dann mal wieder aufgehen und so. Hopp. Okay. Und dann ist die Kontrolle hier oben. Wer hat sich denn das bitte ausgedacht? Hey, ich glaube, das hat funktioniert. Ich hab Angst. Damit sollten wir in den Kontrollraum gelangen. Weil jetzt ist ja überall Strom drauf. Hier liegt noch was. Kann mir einer sagen, wo der Kontrollraum ist? Da. Also ich muss hier rüber. Mal. Ja, das tat weh. Hab dich nicht so. Okay. Der Aufzug geht noch. Es ist alles so unsinnig. Einmal geht hier alles wieder. Aufheben. Ist der Kontrollraum? Behälter öffnen. Aufheben. Alte galaktische Kredits. Wahrscheinlich gar nichts mehr wert. Okay, dann gucken wir erstmal hier diesen Computer. Gibt's hier? Daten übertragen. Irgendwie passiert nichts. Ach, jetzt. Okay. Was immer das für eine. Das jetzt bringt für das Spiel, diese. Wacker, ich glaube, ich bin gleich da. Das ist toll. Ja. Geht's dir gut? Hä? Oh, ja. Ich repariere nur die Bahnbrecher. Beeil dich, ja? Na, komm. Stopp. Das war also offensichtlich noch nicht die Brücke. Ah, hier war ich schon. Hier ist jetzt die Brücke. Hier war die Tür zu. Sieht ein bisschen kaputt aus alles. Aufheben. 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 Was sind das hier für Lupen? Ich habe keine Ahnung. Aber die sind da so prominent. Haben die noch irgendeine Bedeutung? Hier mit dem Computer irgendwas machen? Auf Computer zugreifen? Okay. Schade eigentlich. So. Nee, da will ich nicht durch. Irgendwie muss man. Ah, halt. Den Lift rufen können.
So ruft man den Lift heutzutage. Fährst du von mal alleine wieder hoch oder muss ich irgendwas drücken, machen, tun? Aha, hey. Hoffentlich lohnt sich das. Also sowas ist super. Wer immer sich sowas ausgedacht hat, und gleich macht das Rums, knallt raus. Wer immer sich sowas ausgedacht hat, keine Ahnung. Macht für mich überhaupt keinen Sinn. Da geht's weiter. Da und da und da und hoch. Und jetzt muss ich jetzt darüber. Alles klar. Hopp. 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 Und hoch. Und ach so, darüber. Und hoch, genau. Irgendjemand hat hier nicht ordentlich gepackt. Das geht so nicht. Okay. Und warum ist jetzt hier auf einmal Stein? Naja, wer weiß. Das hat schon alles seinen Sinn. Und die Tür geht nicht auf, obwohl das Ding ja jetzt Strom hat. Öffnen. Das ist die Brücke. Ich bin da. Oh, ja, perfekt. Der NAV-Computer ist in der Konsole. Aha. Warum ist da... Ich habe das Gefühl, dass hier gleich mächtig was losgehen wird. Und da kann ich nämlich drauf schießen. Hier ist jede Menge, worauf ich schießen kann und was dann explodieren dürfte. Warum? Macht für mich nicht so richtig Sinn jetzt. Was immer hier ist, kann ich auch drauf schießen. Irgendwas, was ich noch einsammeln kann, bevor jetzt hier offensichtlich gleich sonst was ausbricht. Aufheben. Voll, okay. Gut. Ich habe die Vermutung, dass jetzt hier gleich... Ne, warte mal, hier vorne gucken wir nochmal. Jetzt mal hier, voll. Die gleich hier richtig zur Sache geht. Behälter öffnen. Alte galaktische Kredits, 100. Okay. Holen wir uns den NAV-Computer und warten mal ab, was passiert. Ach, ich krieg das nicht auf. Braucht wohl eine Autorisierung. Computer zugreifen? Alles klar. Autorisierung gewährt. Jetzt muss ich nur noch den NAV-Computer schnappen und... Da kommen welche. Von Zerik Bash. Wie haben die uns gefunden? Nix. Pass auf!
irgendwas stimmt hier nicht, Nix. Nehmen wir uns das Ding und verschwinden. Sofort. Okay, ich schaffe den NAV-Computer. Warte mal, erstmal will ich das einmal nutzen und die Bacta-Fiole noch einsammeln. So. Das sieht aus wie ein NAV-Computer. Sei nicht sauer, Kay. Ich meine, ich wusste, was sie braucht. Sie hat viel durchgemacht. Ich habe sie repariert. Du willst mich töten für ein Schiff? Nein. Für die Bahnbrecher. Sarek Besh wollte dich lebendig. Aber das ist mir zu riskant. Sehe ich auch so. Vale, oder? Falls es ums Liros Schiff oder die Rebellen geht, das ist alles nur ein Missverständnis. Mir egal. Ach, hörst du doch zumindest mal an. Was habe ich da gerade gemacht? Geil. Drück einfach irgendwas, sie wird erschlagen und ich komme davon. Was für ein Unsinn ist das denn hier bitte? Oh, dieser nichtsnutzige hinterhältige Mühler. Er wollte nur mein Schiff. Schnell, Nix, lauf. Oh, hier lang. Wir laufen jetzt hier einfach geradeaus und hoffen, dass ich hier rauskomme. Oder so ähnlich. Und weiter geht's. Hört mal, ihr habt die falsche. Wow. Oh, Sarek Besh hat uns gefunden. Das ist nicht gut. Ich wusste, wir waren zu lange hier. Bin ich hier? Okay, lass uns mal kurz durchatmen. Genug. Ergib dich einfach. Wer bist du? Lauf. Ich sagte, lauf. Who is this? I have no idea. Whoa, whoop. Es ist ein Droide, war das? Nein, nein, wir müssen hier raus, Nix. Lauf weiter. Die springen irgendwo hin, falls das Schiff überhaupt da ist. Oh, so kann es nicht weitergehen. Von jetzt an gibt es nur noch dich und mich, Nix. So wie es sein sollte. Genau, wir trauen niemanden. Das kann auf keinen Fall schief gehen. Jetzt müssen wir hier zu der anderen Seite. Und da kommt der Wasserfall. Dann werden wir den Wasserfall runterschießen. Oder so ähnlich. Juhu. Rums. So, ich könnte jetzt, glaube ich, kurz gucken, einfach eine Schnellreise machen, oder? Wo muss ich hin? Ich muss da wieder hin. F, Schnellreise. So, wir sind bei 35 Minuten. Ist eine lange Folge geworden. Mal gucken, ob jetzt noch irgendwas kommt. Ey, wer baut mir den denn jetzt ein? Wer baut denn am Schiff fertig? Mirugana, da sind wir. Und jetzt? Wenn ich das Ding jetzt... Gegenstände... Wir müssen hier verschwinden. Sie wird bestimmt jeden Moment kommen. Hast du das gehört, Nix? Kay Vass. Endlich treffen wir uns. Wer bist du? Es war schwer, dich zu retten. Ich möchte dich nicht töten. Hast du einen Namen? Jaylen Vrax. Und du bist ins Liros Anwesen gelangt? Ohne die hier?
Woher hast du die? Das ist mein Job. Geheimnisse, Kontakte, Kredits. Bei mir läuft alles zusammen. Dank, Farrick. Das ist wirklich Sliros Anwesen, oder? Mhm. Darin enthalten sind die Pläne eines Tresorraums voll mit 157 Millionen Kredits in unmarkierten Beskar-Barren. Und ich bring dich da rein. Aha. Hast du einen Druidenschmied, der den Torwächteralarm legt? Genug Sprengstoff, um das Chromium-Zeitschloss zu sprengen? Und noch dazu, hat Sliro nach deinem letzten Besuch alles gesichert. Du brauchst zwei Hacker, um reinzukommen. Reinkommen. Rauskommen ist schwer. Ohne Nicks Hilfe wäre ich jetzt tot. Du brauchst einen Vollstrecker. Man braucht eine ganze Crew. Das stimmt. Und die halbe Beute kannst du aufteilen, wie du willst. Dieser Plan ist lebensmüde. Na, du bist doch schon längst tot, Kay. Sliro leitet das berüchtigste Syndikat, das ich kenne, und er will deinen Kopf. Du willst leben? Wehr dich. Raub ihm sein Geld und kauf dich frei. Einfach so. Es gibt einen Grund, weshalb man sich nicht gegen jemanden wie Sliro wehrt. Überleben. Ganz genau. Ich für meinen Teil kämpfe nicht länger um die Brotkrumen von reichen, überheblichen Tyrannen wie Sliro. Das ist unsere Chance. Wir werden ihn erledigen. Gemeinsam. Du magst den Kerl echt nicht. Ich versuche nur, das Blatt zu unseren Gunsten zu wenden, Kay. Was sagst du? Bin dabei. ND5 hat die Liste. Finde die Crew. Heuer sie an. Oh, ND5. Fall mir nicht in den Rücken. ND ist programmiert, um das zu verhindern. Du machst das schon. Du glaubst das? Ich glaube, wenn du den Plan befolgst, wird niemand verletzt. Klasse. So wird man unabhängig, indem man von so jemandem also einmal gebraten wird, sozusagen. In die 5S Plaster-Verbesserung. Kit, schnelles Plasma. Okay. So. Und irgendwo hier war eine Kiste, da kann ich hier reingucken. Bist du bereit? Laster modifizieren. Aussehen. Nee. Module. Lass mal. Schnell. Okay. Zusammensetzen und ausrüsten. Fortfahren. Verbessert die Genauigkeit des Plans. Ach, gedrückt halt. Das ist schon ganz sinnvoll. Kann ich das immer noch machen? Noch mehr? Okay, damit kann ich zumindest meinen Blaster verbessern. Verbesserung installieren. Gut. So, warte mal. Ionen geht auch noch. Das verbessert die Genauigkeit. Gut, machen wir mal. So, dann haben wir den Blaster verbessert. Also, wir sind jetzt quasi mit dem Leben davon gekommen. Was war hier unten? Ach so, Hilfe. Okay. Mit dem Leben davon gekommen, aber war jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie eine Chance hatten oder hier deswegen jetzt freier sind. Nein, wir haben jetzt eine andere Aufgabe, die genauso verrückt. Aber gut. 40 Minuten um, war eine lange Folge. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.